Ich habe mich für ein BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik entschieden, da die Logistik eben in jedem Unternehmen eine wichtige Rolle spielt und die Logistikbranche eben auch exzellente Karrierechancen bietet. Seit 2020 studiere ich bei der Transuflex Wirtschaftsinformatik Data Science. Wirtschaftsinformatik Data Science habe ich mich entschieden, weil ich ein Praktikum bei der IT gemacht habe und gemerkt habe, dass mir das ziemlich viel Spaß macht. Daher habe ich auch beim Studium Informatik gewählt. Bei Transuflex hat man die Möglichkeit, so wie ich, erst seine Ausbildung zu machen und anschließend dann noch in ein Studium zu wechseln. Das heißt, man ist nicht schon vorher festgelegt und muss sich schon entscheiden, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium. Also ich habe mich für die Transuflex entschieden, da Studenten und auch Azubis hier relativ früh Aufgaben übernehmen dürfen und auch somit Verantwortung übertragen bekommen und ich eben bei einem Unternehmen arbeiten wollte, wo ich eben auch Karrierechancen habe und eben auch mich weiterentwickeln kann. Also explizit für die Transuflex habe ich mich entschieden, weil die nicht wie ein normales Logistikunternehmen einfach irgendwelche Pakete sozusagen ausliefert, sondern halt spezialisierte auf Gefahrengüter oder auch auf Stoff, die gekühlt werden müssen. Das Studium bei der Transuflex ist deshalb so besonders, da man eben als Student die Möglichkeit bekommt, dass man in verschiedene Abteilungen reinschauen kann, um einfach zu gucken, welche Abteilung eben die für sich passende ist. Und man darf hier eben auch die Studienarbeiten, wie beispielsweise Projektarbeiten oder auch Bachelorarbeiten schreiben, wodurch eben nach der Arbeit ja mehr Zeit für Freizeit bleibt. Anschließend an den Studien bei Transuflex hast du sehr gute Chancen, hier übernommen zu werden. Denn bei Transuflex ist es besonders wichtig, junge Talente zu fördern und sie dabei zu unterstützen.